So. Klingeln wir mal. Vielleicht ist ja jemand zu Hause. Old Gods. Komme. Ich war gerade dabei. Oh. Hallo. Saga? Was gibt's? Das Ende ist traurig. Hallo, Rose. Weiß ich nicht. Ist doch kein schlechter Zeitpunkt. Oh, nein. Ich habe nur... Das Einser habe ich durchgesuchtet. Mit allen Erfolgen, allem Pipapo, alles. Zack. Ich bin froh, dass ich wie gesagt, beim Zweier. Super geil. Aber irgendwann... Ja, mich stören Spoiler nicht, weil ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe gerade mit Thor telefoniert. Bis ich das mal wieder spiele, habe ich es eh vergessen. Aber vielleicht für andere. Hast schon recht. Was bei unserem Ausflug nach Watery. Ich brauche eine Ausrede, um mit Ihnen zu sprechen. Wie schade. Kann ich den anderen Bewohnern Hallo sagen, bevor ich gehe? Klar. Drei Enden, okay. Über Besuch. Kommen Sie rein. Nach Sonnenuntergang sollte man nicht mehr draußen sein. Rock around the rocking chair. Mir gefällt die Architektur. Ich träumte schon immer davon, auf einem spukenden Anwesen zu leben. Da ist wieder eine Kiste irgendwo. Du tust so, als wärst du das erste Mal hier. So, wie man das so macht, wenn man hereingebeten wird. Man durchsucht erstmal die Räumlichkeiten. Na, ein bisschen Fan von Alan Wake, ja? Mhm. Interessant. Da ist sie. Ohne Karte. Noch mehr dieser Kinder-Lunchboxen. Ja, ist gut. Brauche ich. Du bist stark, du bist erfolgreich, du bist selbstbewusst. Du bist Superman. So, mach die Tür zu. Wie sieht das denn aus? So. Ich komme. Einpacken. Ja. Mädchen, bei dir tropft's durch die Decke. Da solltest du mal danach gucken. Oh, neuer Werbespot. Brauchen wir. Ah ja, toll, ist okay. Okay. Jakob, hast du gerade gewöhnlichen Kaffee getrunken? Ja, genau. Mein perfekter Morgen ist ruiniert. Und das nur wegen deines Scheißkaffees. Wenn wir doch bloß guten Kaffee da haben könnten. Putenkaffee? Oh, stimmt, das Abo-Ziel wurde erreicht. Muss ich ein neues machen. Ob es abstürzt, wenn ich jetzt mal... Warte. Ziele verwalten. Abo-Ziel. Danke und dir, deiner Kaffee. Die Bradfords Biomischung wird hier im pazifischen Nordwesten schonend aus Kaffeebohnen hergestellt, die hier in der Gegend gepflückt werden. Puerto Rico, probier ihn heute in der Coffee World und im Odier Diner. Und so, machen wir mal 20. Nur diesen Monat zum Hirschfest. Ziel angehen. So. Gibt auch ein kurzes Kapitel auf Kuba. Okay. Das wusste ich nicht. Wie ist das denn? Als das rauskam damals, da gab es das Gerücht, dass wenn man in die Berge geht, dass da hinten das komplette erste Spiel da ist, ne, wo John Marston dann lebt. Ist das wirklich so? Ich habe das nur mal, ich habe eine Überschrift gesehen gehabt, habe mich da aber nie weiter drum gekümmert.
Das fände ich ja ziemlich geil. Also manche sagen, da wäre nur die Farm, wo John Marston wohnt. Andere sagen, das komplette erste Spiel wäre da hinter den Bergen. Also eine Band und so. Klar, die Band haben wir schon gehört. Und hoffentlich ist da gleich ein Speicherpunkt mit einer Kiste, wo wir das Zeug wegpacken können. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Hier sind ein paar unserer Bewohner. Oder, wie ich sie gerne nenne, unsere kleinen Wikinger. Seht nur, wer da ist. Norman, zieh dir was an. Norman, wir haben Besuch. Wo ist deine Kleidung? Ich gehe gleich mit Artie in die Sauna. Jein, ein bisschen, nur ein nicht, aber Tag nicht hinterm Valhalla. Berg. Das ist bei Blackwater. Okay. Jetzt wirklich wieder an die Arbeit gehen. Ja, aber geil. Aber unterhalte dich doch noch etwas mit Mandy May und Norman. Sie könnten Gesellschaft vertragen. Tom und Odin sind hier irgendwo. Dann rede ich doch mal mit dem geilen alten Bock hier. Weiß jemand von Ihnen, wo ich Thor und Odin finde? Odin schläft oben. Aber Ihr Großvater verhält sich in letzter Zeit merkwürdig. Er hat einen Stromschlag bekommen, als er das Telefon zerschlagen hat. Erzählen Sie keine Märchen. Thor ist durchgedreht und hat sich mit diesem Hammer auf den Kopf geschlagen, den er immer bei sich hat. Thor ist verletzt. Mjölnir. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Und habe ich heute gar nicht an. Wurde Thor schwer verletzt? Er hat diesen Hammer. Aber ich habe ihn ja tätowiert. Ich habe ihn also immer dabei. Sah so aus, als wäre er vom Blitz getroffen worden. Boom! Zap! Gott sei Dank. Ja, am Ende ist man John Marston. Das habe ich gehört, ja. Das habe ich gehört. Egal, was er auch behauptet. Tom hat seine Momente, auch wenn er Russe ist. Mandy May, so etwas können Sie doch nicht sagen. Nach der Story. Was stricken Sie? Was könnte das sein? Ziemlich beeindruckende Strickarbeit, Mandy May. Was ist Ihre Mandy May. Ich so ein Hillbilly. Nicht. Sie ist, was sie sein möchte. Ich mache eine Pause von den kleinen Verzierungen für Rose. Stricken Sie auch? Ja, als ich schwanger war. Socken und Fäustlinge, das Übliche. Oh, wie wär's, wenn Sie mir eine Kondome. Unterhose stricken? Noch so eine vulgäre Bemerkung, Norman. Und ich stecke dir diese Nadel ins Ohr. Das ist aufs Nachtvolk, muss man aufpassen. Nachtvolk? Oh, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Artis Vorstellung am heutigen Nachmittag war wirklich schön. Aber du nennst ihn immer den verrückten Finn. Ich respektiere die Kunst. Da gibt es ja noch ein bisschen Loot. Oder so. Artie, das ist dein Zuhause. Weil Loot ist gut. Ich würde den Lapp ja wegnehmen, aber du findest ihn gleich wieder. Ist eigentlich kein gutes Zeichen, ne, wenn da so viel Loot rumliegt. Du weißt doch, dass es Mr. Blum nicht gefällt, wenn du seine Arbeitskleidung nimmst. Oh, der singende Hausmeister wieder. Ein Lied bei der Jukebox aus. Yes, Box. Urlaubszeit. Schon was ist das denn? Daran fängt mein Tanzbein zu schwingen an. Brauche ich eine Karte, um die Tür zu öffnen. Macht dir nichts. Oh, da sitzen sie. Kann man da was spielen? Ich will spielen. Oh. Na, singst du jetzt wieder? Oh nein. Hallo. Schnell ablenken. Der Name macht einen Mann nicht schlechter. Auch nicht ein schwedischer. Ich oh nee, oder? Das ist ja Assi-Zeus. Aber gut zu wissen. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufleveln, bevor ich da weitermache. Also ich habe schon lange nicht mehr. Ich habe es vorbestellt damals. Ne, hab's auf Disc. Und ich weiß nicht. 30, 40 Stunden gespielt. Hauptsächlich einfach nur rumgeritten, Sachen erforscht, so geguckt und so. So gar nicht so auf die Story konzentriert. Bisschen schon, aber gar nicht viel.
Aber einfach die Welt genossen, die Grafik genossen. Einfach das, damals war das ja der Hammer. Ja, und dann irgendwann aufgehört. Ah, nur in den Sümpfen. Das ist ein guter Hinweis. Wissen Sie, wo ich die Andersons finde? Ja, das kann niemand so genau wissen. Nur ein Matrose könnte das. Aber selbst der rollt das eher gar nicht. Wie er bei Ellen Wake gemacht hat. Oh, waren Sie in der Band? Nein, nein. Nein, war ich nicht. Nicht so süß, dass es den ganzen Magen füllt. Wir sind schon gemeinsam aufgetreten. Meinst du, man wird dann gejagt? So wie er gerade am Tanzen ist, kann man sich mich vorstellen damals in der Disco, wenn ich dann schon gebechert habe wie ein Blöder. Dann stehst du da. Damals. Okay, dann brauche ich das Kärtchen. Gucken, wo ich das finde. Ich spreche mal mit der Lady. Hallo. Sie meinten, ich wäre schon mal hier gewesen. Wann war ich das letzte Mal zu Besuch? Mal sehen, woran sie sich zu erinnern glaubt. Oh, es ist Jahre her. Wir waren alle so traurig. Tuberkulose, oh. Okay, so weit bin ich nicht. Unfall? Ach, scheiß drauf. Meine Tochter ist nicht ertrunken. Sie erinnern sich falsch. Sie ist zu Hause und sieht mit ihrem Vater Night Springs an. Mhm. Es hat keinen Sinn. Ich muss die Geschichte aufhalten. Mandy May und Norman meinten, Thor sei verletzt. Warum haben sie nichts davon gesagt? Oh, sie meinen die kleine Beule auf seinem Kopf? Das ist nichts Schlimmes. Die Bewohner übertreiben gern. Aha. Ich muss mir Thors Zimmer ansehen. Oh, so gut kann ich mich nicht erinnern, Zeus. Das ist schon zu lange her, leider. Das weiß ich nicht mehr. Tut mir leid, Saga. Zutritt nur für Angestellte. Was passiert im Wellness Center? Oh, dort bieten wir Gesundheitsdienste für die Bewohner an. Wir haben eine Reha-Einrichtung, einen Essbereich und Betten für eine spezielle 24-Stunden-Pflege. Aha, mit Happy End. Bleiben. Cool. Mit Reha kenne ich mich aus. Dann gehen wir, glaube ich, mal darüber. Wenn da drüben offen ist. Von der anderen Seite, ne? Von draußen. Ansonsten können wir versuchen, da hochzugehen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ah, da fällt mir gerade ein, man konnte doch sich schnell umdrehen. Was war das denn? Nee, S. Nee, Doppel-S? Ja, Doppel-S. Okay. Wenn wir das nächste Mal angegriffen werden von Wölfen, hoffe ich, mich daran zu erinnern. Da, wieder Pfeile. Wir sollten echt nochmal versuchen, an die Armbrust ranzukommen. Thor. Das ist Thors Zimmer. Ja, der hat sich, glaube ich, wirklich verletzt. Oh, ich glaube, ich meine mich zu erinnern. Die Schulden eintreiben von dem Farmer. Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Noch mehr Schnaps. Das heißt, die Grundvoraussetzungen habe ich dann wohl schon mal geschaffen. Was für ein Chaos. Und Thor ist nicht hier. Ich muss weitersuchen. Wieso hat er zwei Schlagzeuge als Rentner?
Wisst ihr, was die kosten? Farmer stirbt danach. Verzeihung, Miss. Aber bin ich etwa schon mal in Ihr Zimmer gestürmt, wenn Sie sich gerade geistig oder körperlich betätigen? Hä? Das darf ich mir. Halte Schnüss. Bitte entschuldigen Sie. Jetzt muss ich nochmal anfangen. Tut dir auch gut. So. Fenster. Odin. Da liegt er. Odin geht es nicht gut. In Watery war er betrunken. Aber das hier sieht schlimmer aus als ein Kater. Die Frau auf dem Gemälde sieht aus wie meine Mutter. Hm. Wurde ich hier geboren? Maybe, oder baby. Gehört das auch zur Geschichte? Und warum hat er Thor in die Brust geschossen? Da macht man doch nicht. Das Nachtmeer, für einen Schluck aus dem Becher des Weisen, für die Weisheit eines Sehers, opferte ich mein Augenlicht. Im Lichte des Mondes, nah und fern, die unzähligen Welten des Wahnsinns und darüber hinaus über die dunkle, verträumte See, die verzweigten Pfade des Baumes, so oft opferte ich mein Augenlicht. Wir lebten und starben und wurden wiedergeboren. Wir trafen uns hier bereits und das werden wir auch weiterhin. Cooler Liedtext. Wo ist mein Auge? Vor Anbeginn der Zeit, ich überreichte es Mimir, um aus dem Brunnen der Weisheit dem Kessel zu trinken. 1976. Ich nahm es selbst heraus, um es mit eigenen Augen zu sehen, trank den Schnaps. 1988. Er, der auf der Schwelle steht, nahm es von mir. Die Zeit wird wiederkommen, um neu geschrieben zu werden. Das finde ich geil, weil da gibt es auch Filme und Serien, wo genau dieser Plot auch ist, ne? Dass sie wiedergeboren werden als Menschen und das alles auf andere Weise wieder erleben. Da ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, war das Netflix oder Amazon Prime, die Serie Ragnarök. Guckt es euch mal an, es sind nur 2 oder 3 Staffeln, aber die ist echt cool. Echt cool, spielt in der heutigen Zeit, ne? Die ziehen in die Stadt, bla bla bla. Und dann finden sie langsam raus, wer sie eigentlich sind. Das ist ziemlich cool. Am Ende ist die Gang größtenteils wegen Tod oder weg tot oder sie spalten sich, weil es einen Verräter gibt. Oh, spannend, spannend. Udin. Na doch, ich bleib mal hier. Oh, jetzt habe ich den Pisseimer umgekippt. Das tut mir leid. Hören Sie mich, Odin? Papa, can you hear me? Ich habe das auch als Ja wahrgenommen. Hallo? Odin Anderson? Hören Sie mich? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Odin? Ah ja, okay. Noch ist meine Ehre nicht so schlecht. In dem Zustand kann er nicht reden. Ja, wir profilen mal ein bisschen. Oh, da hat sich einiges getan da oben. Odin ist in schlechter Verfassung. Was ist ihm zugestoßen? Das ist unser Lebensabend. Im Wasser ist es dunkel. Wir haben Im Dunkeln ist gut munkeln. Und so hat es sich noch nie angefühlt. Du bist jetzt erwachsen, Saga. Und gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Alter, hat eine Schilddrüse. Die Mächte der Dunkelheit verschlingen uns. Wir sind da ist er schon wieder. Guten Tag. Die Macht der Andersons steckt in dir. Was? Odin ist krank. Er war keine Projektion. Odin war wirklich hier. Wir waren verbunden. Sind Sie wirklich meine Familie? Da, die Ähnlichkeit sieht man doch.
Gedankenraum noch nie mit jemandem so verbunden. Wir profilen gerade ein bisschen. Haben viele Informationen gesammelt. Wikinger sind geborene Reisende. Du bist ein Seher. Auch gar nicht so viel. Nur reingegangen in das Valhalla Altersheim. Das möchte ich ihm nicht nehmen. Kurz mit ein paar Leuten unterhalten. Jetzt sind wir gerade bei ihm am Krankenbett. Er kann nicht sprechen. Aber irgendwie ist er in meinen Gedankenraum gekommen. Weil er wohl auch mein Großvater sein soll. Wie man an der Ähnlichkeit erkennen kann. Steckt da mehr dahinter als selben Ohren. Eins nach dem anderen. Thor ist in Schwierigkeiten. Wenn ich ihm helfe. Sein Zimmer war verwüstet und er nicht da. Er soll verletzt sein, laut Mitbewohnern. Was ist los? Die Dunkelheit zieht den Funken an. Thor. Funky. Mit seinem Hammer, nicht mit dem Kopf. Der verdammte Prinz der Dunkelheit. Ist doch bei Männern normal, dass sie mit dem Hammer denken. Von der Dunkelheit markiert. Ich spüre es. Ich stehe in seinem Zimmer. Das sagt mir gar nichts mehr zu uns. Das ist zu lang her. Nimm dich vor Cynthia in Acht. Im Wellness Center passieren schlimme Dinge. Lass dich zu. Dass sie ihn überwand, Saga. Verweise Dunkelheit auf Scratch. Wird Thor zum Besessenen? Ich muss ihn finden, ehe es zu spät ist. Es stoppen, ehe mehr Menschen verletzt werden. Okay. Also müssen wir irgendwie in das Wellness Center reinkommen. Ich habe ein Foto von dir mit den Kultisten gesehen. Wie bist du involviert? Wir sind zu alt für so verrücktes Zeug. Aber einen Drink lehnen wir nie ab. Der Kult versucht seit Jahren, uns zu rekrutieren. Aber wir haben unsere Band und diese Narren haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Kein Wunder, dass sie uns Legenden brauchen. Thor und Odin sind nicht Teil des Kults. Der Kult glaubt, dass Thor und Odin irgendwie besonders wären. Klar, sind Götter. Odin ist der Gott der Götter, der Allvater und Thor sein Sohn. Was kannst du mir darüber sagen? Stammt von Toms Lampe. Er wurde ans Ufer gespült. Gute Arbeit. Du hast den Lichtschalter. Der ist wie ein Verstärker. Man kann zwar ohne einen rocken, aber man wird damit niemanden umhauen. Kunst wie Toms Werke kann die Welt verändern, aber mit dem Schalter erreicht man die nächste Stufe. Der Klicker hat die Macht, die Geschichte zu verändern. Mhm. Logan zu retten. Das bestätigt Wakes Worte. Scratch darf den Klicker nicht in die Finger kriegen. Laut Toms Werken muss Odin Wake meinen. Wake. Okay. So, Radio, das klicken wir einfach mal durch. Das sind einfach nur neue Lieder. Neue Werbespots auch. Manuskriptseiten. Ungelesen. Zack, schon gelesen. Karte. Okay, da waren wir drin, da gehen wir mal darüber. Launchpad, Pokalzimmer. Oh, ein Old Gods of Asgard Museum. Und dann gibt es noch einen dritten Stock. Was war das? Das war die Tür, ne? Nee. Oh, da hat sich's gedreht. Bühne. Ah ja. Das war der Alan Wake Schrein, wo sie da gebaut hat. Ja, da hast du, da hast du. Da brauchen wir eine Chipkarte. Und da oben geht was. Hm, da heißt einer geil. Kein Wunder, dass er da abgeschottet ist. Einen Keller gibt's auch noch, guck an. Ja, dann. Alles klar, Zeus. Mach es gut und viel Spaß beim Arbeiten morgen. Weißt ja, nach 2 Stunden ist das Urlaubsgefühl wieder weg. Leider, leider.
Okay, komm, dann gehen wir mal darüber. Genau, da waren wir noch nicht. Was? Das kam beim Blasen heraus. Altes, geiles Stück. Naja. Ohne Zähne ist da einiges möglich, ne? Ich sage es nur. Boah, so viel Zeugs. Ah, wieder ein Streicheln. Du grast jetzt auf grüneren Weiden. Auf der grünen Wiese hüpft ein grüner Frosch. Hüpf. Oh, speichern, cool. Wo ist der Schuhkarton? Da. Mega. So, aufräumen. Weg damit. Pfeile können noch dahin. Ich sagte dahin. So, kann auch weg. Haben wir echt viel, ne, von dem Kram. So, Batterien sind nie verkehrt. Das können wir auch noch darüber packen. Passt das? Nee. Ah, dann mach's doch nebendran. Oh, gib mal halt schon wieder dicht. Die Sau. So. Nehmen wir das mit? Ne, das nehmen wir nicht mit. Wir haben genug. Den Rest lassen wir mal. Batterien können wir immer gebrauchen und Munition sowieso. Okay. Dann speichern. Erledigt. Gehen wir mal zu der alten Schachtel darüber. Was die zu verkünden hat. Oder noch nicht, ne. Während des Zweiten Weltkriegs wurde hier ein Bunker gebaut. Ich sollte ihn nicht unterbrechen. Die Marineeinheiten der Achsenmächte frühzeitig am Meer zu sehen. Seitdem der Bunker versiegelt wurde, ist er ein beliebter Jugendtreff. Sie nennen es Ocean View Motel und Spa. Ist wohl ironisch gemeint. Ah. Sie gehen dorthin, um Bier zu trinken und zu vapen. Das ist aus dem ersten Teil. Oh. Vapen. Bin ich dabei. Die Jugendlichen tranken dort also und hatten noch andere Dinge, die nicht für unsere Zuschauer geeignet sind. Aber der Bunker wurde häufig überschwemmt. Vor allem im Winter. Oh, da ist zu. Ich brauche den Schlüssel. Ja. Ich weiß. Dann fiel ihnen auf, dass ein Mädchen Nora das wird dich wieder zum Lächeln bringen, meine Liebe. Was denn? Ups. Sie ist ein von ihnen. Es muss hier irgendwo einen Übergang geben. Hm. Die Polizei durchsuchte den Bunker. Höchstwahrscheinlich, ja. Okay, ich speichere nochmal schnell. Beziehungsweise, wir gehen erstmal in den Schuhkarton. Da haben wir schon wieder zu viel unnötiges Zeugs. So. Und dann speichern. Und ins nächste Stockwerk. Na, das tropft aber an ziemlich vielen Stellen. Die alte Burg hier. Mandy May, ja, die sitzt ja unten, mit der haben wir gesprochen. Warte mal. Geht das auf? Der Zutritt ist untersagt zu deiner eigenen Sicherheit. Alter. Die Zeit kriecht für die Wartenden. Aber am Ende sind sie dankbar. Meine Güte, ich habe sie gar nicht gesehen. Dem traue ich auch nicht so. Von Anfang an schon nicht. Kein Lichtschalter. Auf jeden Fall scheint hier eine Lunchbox zu sein.
Oder ist sie diejenige, wo die Lunchboxen auslegt? Weil die scheinen die Traumfinger hier zu machen. Ich nenne sie mal Traumfinger. Ich weiß nicht, was das ist. Die sehen jetzt nicht unbedingt aus wie Traumfinger. Verdammt viel Munition. Das riecht echt nach Ärger. Norman. Hallo. Okay, das Handtuch liegt da, was er vorhin anhatte. Will ich wissen, wo der jetzt ist? So nackelig. Rätsel aus allen Zeiten. Versteckt das Ding mit einem kleinen Rätsel wie diesem. Besser als jedes echte Schloss. Aha. Kommen Sie nie ins Stottern. Okay. Okay, okay. Wie sie den Edding auf die Seite gelegt haben, damit sie keine Produktplatzierung bezahlen müssen. Why not? Sonst ist hier keine Interaktion möglich. Und die sind beide noch zu. Fehlt uns der Schlüssel. Kein Schlüssel. Ja. Da auch nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir in den Keller kommen. Und wenn nicht, probieren wir mal von außen in das Wellness Center rüber zu jumpen. Aber wo ist denn der Zugang zum Keller? Fällt mir gerade so auf. Gibt es da vielleicht neue Gesprächsoptionen? Nö. Wann wird sich Blam mal um die undichten Dächer kümmern? Ha. Da war er aber schnell. Wieder unten. Nein, zu. Um was kümmern? Was hat sie gesagt? Wirst du an der Hirschfestparade teilnehmen, Mandy May? Den ganzen Tag von lauten Betrunkenen umgeben? Ich würde mir lieber diese Nadel ins Ohr stechen. Oh, Mandy, she came and she gave without taking. Oh, Mandy. Mandy, who the fuck is Mandy? Ja, da haben wir aber alle schon durch. Okay, dann. Aber ich frage mich echt, wo der Zugang zum Keller sein soll. Jetzt hast du noch auf. So geil. Vor allem der Text. She came and she gave without taking. War das so eine Freundschaft plus oder so, dass sie nichts dafür verlangt hat? Man weiß es nicht. Man steckt ja nicht drin. So. Haben wir gar nicht geguckt vorhin, ob hier aufgeht. Oh ne, fehlt Bolzenschneider. Ja, sag ich doch. Okay, dann gucken wir mal, ob wir da vorne ins Wellness Center kommen. Oh. Post.
Bitte? Nein. Nicht der Rede wert. So, die Autos haben wir schon gecheckt. Ja, hier sind wir vorne auch lang gelaufen. Da kann da nichts liegen. Okay. Dann gucken wir mal, ob die Tür offen ist. Natürlich nicht. Ein Licht an hier. Oh, ist das Ding kaputt? Nein. Okay. Das ist ein bisschen doof jetzt. Weil hier waren wir schon, da ging es ja nicht weiter. Es sei denn, da ist irgendwo ein Fenster offen. Sieht nicht so aus. Da kommen wir auch nicht durch. Da hoch kommen wir auch nicht. Okay. So, wir müssen auf jeden Fall Odin finden. Thor finden. Wo treibt der sich denn rum, der Junge? Lass mal kurz auf der Map gucken, wo wir uns jetzt befinden. Ah ja. Wo ist hinter Herrenhaus? Okay, dann müssen wir doch mal den langen Weg hier nehmen. Wo wir die Kisten mitnehmen können. An der Ranger Station vorbei. Um vielleicht von hinten da reinzukommen. Von hinten reinzukommen. Gut. Weil sonst sehe ich hier nichts. Kann man da rein? Nee. Okay. Hätte ja sein können. Ah ja, hier war das. Wie sind die denn da hin? Da ist ja gar keine Straße. Wie fahren die denn da hin? Ach, da vorne ist ein Gatter. Ob das aufgeht? Ich habe Tor gefunden. Das Eingangstor. Ne, das ist dicht. Okay. I'm walking. Yeah, it's me. I'm talking. Oh, die Werbung geht gleich los. In 8 Minuten 20. Hä? Ich kann hier noch nicht weg. Es gibt noch viel zu tun.